Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung der Palladium Telecassette 607 Schießsport. Und zwar ist es heute wieder an der Zeit, mit Lichtpistolen Quadrate vom Bildschirm zu schießen. Ja, zum Lieferumfang dieses Spiels gehören hier einmal die Kassette selbst. Die steckt hier schon, eine Bedienungsanleitung, zwei Lichtpistolen. Die Kabel der Lichtpistolen, die münden übrigens hier in einem einzigen Stecker, der dann hier rechts eingesteckt wird. Ja, und dann gehört da noch mit dazu diese Umverpackung. Da fällt auf, im Vergleich zu den Spielen hier hinten ist die sehr, sehr schlicht. Das liegt einfach daran, dass diese ganzen Dinge, die hier liegen, noch in einem größeren Karton eingepackt waren. Der sah ungefähr so aus, den habe ich aber nicht. Den kann ich nicht zeigen. Ja, wir kennen das von Palladium schon, dass es hin und wieder alles ein bisschen hemdsärmlich ist, wie eine Anleitung hier. Da war nämlich ursprünglich angedacht, links und rechts die Pistolen reinzustecken in die Ports. Ja, das war dann doch nicht so, haben wir hier durchgestrichen. Ja, und damit man dann weiß, welche Pistole denn für links und rechts ist, sind hier unten so ganz schäbige, billige Aufkleber unten drauf. Ja, aber das kennen wir schon. Qualität ist hier nicht so, was an erster Stelle steht. Lichtpistolenspiele gab es bei vielen Pong-Konsolen auch. Ich kann das hier mal zeigen. So ein Klassiker, ne? Universum-Multispiel. Da gab es dann immer diese Spiele Treib, Jagd und Tontaubenschießen. Diese beiden Spiele, ich zeige die jetzt nur kurz. Ich blende die mal eben ein. Und während die laufen, also diese beiden Spiele sind hier nicht mit bei. Das sind komplett andere. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, ich habe diese Kassette gesehen bei eBay, waren die Pistolen nicht dabei, da kann ich doch bestimmt hier irgendwie die von Universum nehmen als Alternative. Da kann ich gleich sagen, nein, das funktioniert nicht. Das ist nicht kompatibel. Ich kann aber mal den Schaltplan hier einblenden kurz, falls da jemand Muße hat, sich da was umzubasteln. Das Einzige, was man von diesem Universum-Gewehr benutzen kann, zusammen mit den Pistolen, das ist einmal dieser Gewehrgriff, wenn man da Lust drauf hat, und das lange Rohr. Und damit hat sich es auch schon mit der Kompatibilität, denn diesen Gewehrgriff zum Beispiel, den können wir damit nicht verwenden. Und tatsächlich hat Palladium das hier auch also nicht im Rahmen dieses Spiels, aber im Rahmen von Pong-Konsolen mit diesen Anbauteilen verkauft. Sah dann ungefähr so aus. Ja, dann haben wir erstmal zum Lieferumfang alles gesagt und dann schlage ich vor, wir testen uns durch die Spiele einmal durch. So, da läuft das Spiel schon. Und zwar, es gibt drei Grundspiele, nämlich das ist Treibjagd, dann gibt es noch Tontaubenschießen. Da zoomt dieses Rechteck ein bisschen anders, nämlich von groß nach klein, wie das halt bei einer Tontaube so ist. Und dann gibt es noch so ein Zielschießen und das kann man in allen möglichen Varianten einstellen. Gibt es hier auf A einen Schalter, große, kleine Objekte, B eine Pistole, zwei Pistolen, meistens zumindest, und dann C schnell oder langsam, meistens zumindest. Deshalb, weil ohne Anleitung ist das schwierig einzustellen, weil das auch irgendwie nicht so ja, da ist nicht so richtig Stringenz drin. Manchmal braucht man den Controller auch, um hier Handicap einzustellen. Also großes Objekt, kleines Objekt, schnell, langsam, also in den vier Kombinationen. Manchmal wird der Joystick auch benutzt, dass man wegen Spieler 2 hier auf den Knopf drückt, dann fliegt die Tontaube los und dann kann er hier dann noch den ersten Spieler ärgern, indem er die Flugbahn so ein bisschen ablenkt. Wie gesagt, das sind dann diese drei Grundspiele in verschiedenen Varianten. Brauchen wir uns jetzt nicht alle anschauen. Wir gehen mal als erstes hier auf das Spiel Treibjagd, was schon läuft, und zwar mit zwei Spielern gleichzeitig. Das heißt, wer zuerst trifft, kriegt den Punkt. Man kann das auch nacheinander spielen. Wir starten erstmal bei gleichzeitig. Ton machen wir an, weil der so wunderschön ist. Okay, und wer zuerst trifft, der gewinnt. Das dürfte jetzt rechts gewesen sein. Genau, rechts bekommt einen Punkt. Und links hat daneben geschossen. Dauert einen Augenblick. So, das ist jetzt Treibjagd. Dann gibt es Tontaubenschießen. Das ist natürlich ganz ähnlich. Ja, da kommt das Objekt von unten und wird dann kleiner. Starten wir auch einmal, auch zu zweit. Funktioniert natürlich nur mit dem Röhrenbildschirm, und wenn man das wirklich spielt, also wenn man das jetzt wirklich spielt, dann ist man natürlich auch viel weiter vom Fernseher weg, aber zum Zeigen
brauche ich hier so ein bisschen Nähe. Ja, das ist so, das war jetzt Tontauben schießen und das, ich mache den Ton mal aus. Und dann gibt es hier noch dieses Zielschießen, das ist relativ spaßig, also jetzt ernsthaft, ja, wenn man das zu zweit spielt, dass das Objekt nämlich nur ganz kurz auf dem Bildschirm und der, wer dann zuerst trifft, der hat dann gewonnen. Gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. So, und dann haben jetzt beide Spieler zwei Treffer und diese Scheiben sind dann noch übrig. Und jetzt läuft das Spiel mit diesen Scheiben nochmal durch. So, links hat gar nicht getroffen, rechts jetzt zweimal mehr. Diese Scheiben sind noch übrig. Naja, und das geht dann so lange, entweder bis alle Scheiben abgeschossen sind oder aber bis dann entsprechend hier 15 Mal das Spiel durchgelaufen ist. Ja, das ist im Grunde schon die Kassette 607 Schießsport. Drei Variationen mit zwei Spielern gleichzeitig haben wir jetzt gesehen. Die ganzen anderen, die brauchen wir uns jetzt nicht anschauen, denke ich. Das ist immer das Gleiche halt nur, ob man alleine spielt oder nacheinander. Aber das ist jetzt schon so die ganze Grafik, die das Spiel hier so zu bieten hat. Ja, das wirkt ein bisschen rötlich. Eigentlich sollte das schwarz-weiß sein. Ich habe es auch schon mit blau und weiß gesehen. Das ist bei diesen analogen Geschichten immer so ein kleines Problem. Aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Wie bei allen Lichtpistolenspielen muss man halt wirklich sich ein bisschen Zeit nehmen. Wie muss der Raum abgedunkelt sein? Wie stellt man den Kontrast ein, dass es funktioniert? Aber man kriegt da so halb brauchbare Ergebnisse mit. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und sage alles Gute.